Also ihr seht, alles irgendwo mit einfachen Mitteln. Muss alles nicht so Hightech sein. Jetzt kommt unser Nagelbrett. Unser ganz normaler, handelsübliche Zwirnsfaden. So, dann legen wir unseren Ballon hier ein. Hierbei ist ganz wichtig, dass der Ballon vorne fast oder bis genau in die Spitze geht und da auch anliegt. Viele Leute haben immer Ballonplatzer, habe ich auch ab und zu. Aber besser ist es, wenn der Ballon wirklich vorne genau bis in die Spitze geht. Kennt ihr das von Mutti von zu Hause? Wickeln wir den ganzen Kram, die ganze Form wie eine Roulade ab. Dabei drücken wir beide Überstände nach unten und haben nachher nicht das Gebastel mit einem kleinen Holzspachtel und einem ganz schmalen Spalt, die Gewebeüberstände reinzudrücken. So, wie ihr seht, überlappt das hier vorne noch etwas mehr. So, und jetzt wird der Überstand hier zurückgeschlagen. Das bildet nachher die Verbindung in der Spitze. Dann legen wir die Oberschale drauf. Da wir ihn jetzt mit der Rouladentechnik abgewickelt haben, meine Form ist schon ein bisschen älter, passen nur noch zwei Stifte rein, reicht aber auch. So, jetzt schneiden wir die Zwirnsfäden ab. Ziehen die von der einen Seite langsam raus. Und die Form spannen. Hier gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Über Norbert durchs Bild. Aber der Vorteil ist, das werdet ihr gleich sehen, ich kann in einem Rutsch relativ hohe Druck aufbauen, der mit anderen Formen manchmal nicht zu erreichen ist. Kurz eine Schraubzwinge zu, um den Formrand in die gleiche Richtung zu bringen. So, wie ihr vom letzten Mal schon kennt oder von den letzten Videos, die alte Temperbox ist für alles gut. Hier ganz normalen Kompressor, Baumarkt, weiß ich nicht, 69 Euro oder so. Also das heißt, das Equipment ist nicht sehr teuer. So, jetzt drehen wir ganz langsam den Druck hoch. Norbert guckt mal hier oben drauf, glaube ich.
füllt sich erstmal der Ballon. Das mache ich etwas langsamer. Und jetzt, das ist jetzt Echtzeit. Da erhöhe ich den Druck. Knapp 6 Bar. Und das war's.